Kurz gesagt, verdankt Azislar seine luftige Position der Schlauheit der alten Alager. Und wir können sicher sein, dass der Papst und seine Konsorten gerade die Aussicht genießen. Ich verstehe. Das Problem ist, dass die Insel von einer hochdichten Äthermauer geschützt ist. Ein falsches Manöver und wir werden pulverisiert. Wie die Barriere funktioniert, ist mir noch nicht ganz klar, aber ich schätze, der Umgebungsäther wird irgendwie in blitzelementare Energie umgewandelt und zu einer Wand geformt. Ohne den Schlüssel können wir sie also nicht durchdringen. Ich würde mich gar nicht so auf diesen wundersamen Schlüssel versteifen. Was weg ist, ist weg. Wie stehen unsere Chancen, mit Gewalt durchzubrechen? Schlecht. Theoretisch könnten wir es wieder mit dem guten alten Elementarumwandler versuchen, die blitzelementare Energie umwandeln und gegen die Mauer richten. Aber so viele denaturierte Kristalle passen niemals auf die Enterprise. Ja, diesmal ist das Kraftfeld weitaus größer als Garudas Sturmwand. Und Leviathan haben wir nur standgehalten, weil wir zwei Schiffsladungen voll mit Kristallen hatten. Ich sage nicht, dass wir das Handtuch werfen sollen. Wir müssen die Barriere ja nicht neutralisieren, nur durchstoßen. Ist das nicht genauso schwierig? Nein, das würde ich nicht sagen. Wir brauchen nur einen geeigneten Bohrer, einen hochkonzentrierten Ätherstrahl, der als Rambock fungiert. Da müssten wir allerdings ein paar Ätherfachleute unter die Arme greifen. Ätherfachleute. Ja, wenn die Exegeten alle bei uns wären. War Fräulein Tataru gestern Abend nicht ganz aufgeregt, weil sie einen Hinweis auf den Verbleib einer eurer vermissten Gefährten erhalten hatte? Was? Ha, man soll eben nicht zu früh aufgeben. Seht ihr mal zu, dass ihr eure verschollene Kameradin wiederfindet. Und ich baue inzwischen die Enterprise um. Ich muss den Rumpf verstärken und dann natürlich die Ätherramme anbringen. Ah, warte nur, mein Schätzchen, bald funkelst du wie frisch vom Stapel gelassen.